Herzlich willkommen, Christina Hähnel. Ich sage ganz kurz zwei Sätze zu mir und dann mehrere Sätze über dich. Ich bin Dina Riese, Redakteurin bei der Taz und begleite Christina Hähnel und Paragraph 219a journalistisch jetzt inzwischen seit anderthalb Jahren, also seit dem Moment, als du mir erzählt hast, dass du vor Gericht musst wegen ein paar Sätzen auf deiner Webseite. Wegen Paragraph 219a Strafgesetzbuch, dem Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, wie er im Gesetz heißt. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Christina Hähnel ist Ärztin, Allgemeinmedizinerin und nicht Frauenärztin, wie es oft immer mal wieder irgendwo heißt. Und sie macht in ihrer Praxis in Gießen Schwangerschaftsabbrüche. Und weil das eben auch auf ihrer Webseite steht, wurde sie im November 2017 in Gießen von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Und damit ging ein gesellschaftlicher und politischer Kampf los um die Abschaffung dieses Paragraphen. Mit einer Online-Petition, die du dem Deutschen Bundestag übergeben hast, damals mit 150.000 Unterschriften ungefähr. Ich habe heute früh noch mal nachgeguckt, da waren es 170.330, Stand 8.29 Uhr, inzwischen sind es noch ein paar mehr. Genau, der Fall Christina Hähnel hat gleich mehrere Parteien auf den Plan gerufen, mehrere Gesetzesentwürfe. Zwischendurch sah es aus, als ob der Paragraph eigentlich schon abgeschafft ist. Dann kam die Große Koalition und die Loyalitäten der SPD lagen beim Koalitionspartner. Und es ist erst ungefähr eine Woche her, da hat der Bundesrat dem Kompromiss, auf den SPD und Union sich letztlich geeinigt haben, diesem Kompromiss zugestimmt. Sobald das Gesetz dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist, ist der Paragraph 219a geändert. Und die Erlebnisse, die Ereignisse, die Gedanken in diesen anderthalb Jahren von der Anklageschrift bis fast heute, die hat Christina Hähnel in ihrem neuen Buch zusammengefasst. Das Persönliche ist politisch, Tagebuch einer Abtreibungsärztin. Das Buch ist da, leider nicht hier bei uns am Stand, weil es noch nicht rausgekommen ist, aber dazu sage ich später noch was, wo ihr es doch schon bekommen könnt. Aber über dieses Buch wollen wir jetzt reden. Herzlich willkommen, Christina Hähnel. Ja, danke für die Einladung. Und meine allererste Frage an dich. Der Untertitel dieses Buches, Tagebuch einer Abtreibungsärztin. Abtreibungsärztin hast du in Anführungszeichen gesetzt. Warum? Ja, also wenn ich einen medizinischen Vortrag halte, dann spreche ich über Schwangerschaftsabbruch. Und das Wort Abtreibung benutze ich eigentlich, wenn ich die ganze politische Dimension mitbenennen will. Da ist auch die ganze Diffamierung, das ganze Framing, das ganze, dass früher Frauen zu Kräutern gegriffen haben, die quasi ihren eigenen Körper vergiftet haben, nur um die Schwangerschaft loszuwerden. Es steckt alles in dem Wort Abtreibung und ich wüsste nicht, wie ich das besser so knapp greifen kann wie mit diesem Wort. Und es ist auch eine kleine Stelle in dem Buch, wo ich darüber spreche, wie mir das eigentlich geht, dass alle jetzt sagen, ja, die Abtreibungsärztin, ja, als ob ich nur, als ob man mich damit als Mensch bezeichnen könnte, wenn man sagt, die Abtreibungsärztin, ja. Und um das alles aktiv in die Hand zu nehmen und quasi zu sagen, ja, ich schreibe jetzt als die Abtreibungsärztin ein Buch und melde mich jetzt mal selbst zu Wort. Ich will nicht, dass im Bundestag und in irgendwelchen rechten Kreisen über mich gesprochen wird und mit dem Finger auf mich gezeigt wird, die da, sondern ich spreche jetzt mal selbst. Also da ist die ganze Macht der Sprache, die steckt quasi auch in dem Wort drin, wie ja ganz vieles im Thema Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung so über Sprache transportiert wird. Ja? Abtreibungsärztin, das hat ja, so wie es gesellschaftlich konnotiert ist, schon auch eben so eine negativen Beigeschmack, auch unter Kollegen und Kolleginnen, wie du ja mal erzählt hast. Ne? Also Abtreibungsärztinnen haben gar kein so leichtes Standing. Ja, das ist ja auch kein wissenschaftlicher Begriff und die gibt es ja eigentlich nicht. Also klar ist Schwangerschaftsabbruch der häufigste gynäkologische Eingriff, ja, aber
eigentlich gibt es das irgendwie nicht. Ja? Und deswegen gibt es natürlich, das ist natürlich auch ironisch gemeint. Also es gibt ja eine Chirurgin und eine Orthopädin und einen Neurologen, aber es gibt ja keinen Abtreibungsarzt. Ja? Also wir haben ja nicht mehr Leitlinien zum Thema Schwangerschaftsabbruch in Deutschland. Paragraph 219a verbietet ja, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, laut seines Namens die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Wann hast du gemerkt, dass du offenbar verbotene Werbung machst? Naja, Dina, das dürftest du eigentlich nicht sagen. Ja, es handelt sich ja nicht um ein Werbeverbot, sondern es handelt sich ja um ein Informationsverbot. Das ist ja auch schon Framing, also du nutzt es ja wahrscheinlich absichtlich, aber es war ja immer klar, dass es diesen Paragraphen 219a gibt und dass der die unter der Überschrift Werbung die sachliche Information verbietet. Und mir war das schon im Jahr 1994, als ich mein erstes Buch, Die Höhle der Löwen, rausgegeben habe, was ich unter Pseudonym dann auch veröffentlicht habe, klar, dass es den Paragraphen gibt, aber dass man deswegen wirklich vor Gericht muss, das habe ich im August 2017 erstmalig da in dieser Ladung erkannt, dass es das wirklich als deutsche Realität gibt, die andererseits auch irgendwie surreal ist. Aber das war nicht das erste Mal, dass du angezeigt worden bist, nein, richtig? Nein, ich war 10 Jahre vorher schon 2-mal angezeigt worden. Ich bin insgesamt 4-mal von Klaus-Günther Annen, das ist der Betreiber der Website Babycoast, angezeigt worden. Und eben einmal von Yannick Hendricks, der ja momentan in Deutschland auch Prozesse führt, dass man seinen Namen nicht nennt. Aber die Gerichte haben sich an für sich jetzt 2-mal sowohl in Düsseldorf als auch in Hamburg geäußert, wenn jemand so in das politische Geschehen eingreift. Und er war ja der Begründer der dritten Frauenbewegung in Deutschland, muss man ja sagen. Also er hat den ersten Stein dieser Lawine geworfen. Denn kann er nicht auf seine Persönlichkeitsrechte, dass er so seinen Namen nicht genannt werden möchte, genannt haben möchte, kann er sich nicht berufen. Da werden die Gerichte wohl relativ eindeutig sagen, das ist in Ordnung, dass der Name auch genannt wird. Du sitzt ja jetzt hier und man merkt dir an, irgendwie, du hast inzwischen wahnsinnig viel über dieses Thema geredet. Du hast eine wahnsinnige Selbstsicherheit im Reden über dieses Thema. Wenn man dein Buch liest, dann merkt man ja, was für ein Prozess dahinter steckt. Und auch ich erinnere mich an unsere frühen Gespräche, wo noch viel mehr Unsicherheit bei dir da war. Was ist eigentlich der richtige Weg? Will ich die Öffentlichkeit? Kann ich das? Und so. Als du wusstest, es wird ernst, du musst wirklich vor Gericht, war dir gleich klar, jetzt muss dieser Paragraph weg? Oder was war da los in dir? Also meine damalige Anwältin, die sagte als erstes am Telefon, ja, jetzt muss der weg, der Paragraph. Da ich juristisch nicht gedacht habe und auch nicht Jura studiert habe, war das für mich so gar nicht, das war gar nicht die Ebene meines Denkens. Jetzt spreche ich über Europarecht und Bundesverfassungsgericht, als wäre das so mein täglich Brot. Aber damals habe ich so einfach nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, das kann aber nicht sein, dass ich jetzt hier verurteilt werde. Ich muss zwar jetzt zu Gericht, aber das darf ja nicht wahr sein. Das war so die Ebene. Und ich weiß noch, unser allererstes Interview, wo ich so dachte, ach, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe, mit irgendjemandem ein Interview zu machen, aber dann war das so klar, ich mache das mit dir. Ich saß da auf dem Pferd, weil ich halt diesen Reittherapiebetrieb habe und die Pferdekorrektur geritten werden müssen. Und das ging irgendwie ganz gut. Das Pferd war irgendwie ruhig, obwohl ich nicht ganz ruhig war. Und dann hast du mich unter anderem auch über die Abtreibungsgegner gefragt. Was sind das für Menschen und wo kommen die her? Und klar wusste ich schon auch diesen Zusammenhang zu neuen Rechten. Das war spürbar. Und die Sprache, auch wenn man sich das wirklich antun möchte, auf die Website Babycaus zu gehen, dann ist es eben dieses Faschistoide auch in dieser Sprache und in den Bildern, was mich immer auch schon beunruhigt hat. Aber ich habe so gedacht, wenn ich nicht drüber spreche, ist es auch nicht wahr. Und da warst du diejenige, die mich da so ein bisschen auch politisch gestummt hat. Also nicht gestummt, du hast es sehr freundlich gesagt. Und ich habe noch so gedacht, ach, ich will da eigentlich nicht drüber reden und dass mir das Angst macht und so. Und ich weiß nicht, ob du es mir gesagt hast, aber ich habe auch gespürt, irgendwas an meiner Argumentation ist nicht richtig. Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Ich glaube, ja, ja. Ich glaube, das ist auch so. Aber ich habe das in dem Interview gemerkt und zunehmend mehr auch ist mir klar geworden, das ist natürlich der falsche Weg. Also wenn man bedroht wird. Und dann habe ich auch von Neuta Dahlen, der sich dann bei mir meldete, der die Lagergemeinschaft Auschwitz vertritt und so viel mit Holocaust-Überlebenden zu tun hatte, der hat gesagt,
wenn man angegriffen wird, dann schützt die Öffentlichkeit. Also es macht nie Sinn, sich zu verstecken, wenn man angegriffen wird auf dieser Ebene. Und das habe ich damals alles noch nicht gewusst. Aber es ist, jetzt ist es mir natürlich ganz klar. Also ne, wenn der Gauland sagt, wir werden euch jagen und die CDU aus Angst vor den Rechten nachher den Lebensschützer zuliebe so ein Gesetz macht und die SPD macht es mit, dann haben sie sich alle jagen lassen und das geht nicht. Das ist doch vielleicht eine gute Überleitung dazu, dass du ein Stück vorlesen kannst aus dem Buch. Also wir hatten so ein bisschen drüber geredet, was ich lese, und dieses erste Interview habe ich ja jetzt ein bisschen vorhin erzählt, das lese ich also nicht. Also Dina Riese hat ein eigenes Kapitel in meinem Buch. Das liegt eben daran, dass sie die erste war, mit der ich überhaupt von der Presse zu tun hatte. Und von daher, und auch die Taz und vor allem auch Dina Riese spielen auch eine ganz wichtige Rolle eigentlich in der ganzen Zeit, wie das Thema öffentlich gemacht worden ist. Also auch dafür großer Dank. Und jetzt haben wir uns geeinigt, ich lese mal aus dem Kapitel vom 24.11. der Prozess. Und zwar ist es so, dass ich da schon doch gemerkt habe, dass ich in die Öffentlichkeit gehen muss. Ich habe dann schon schlaflose Nächte hinter mir und die Nacht vor dem Prozess war die erste, wo ich wirklich gar nicht geschlafen habe. Endlich kommt der Morgen. Ich kann laufen gehen, nochmal alleine sein, frühstücken. Die Kleidungsfrage ist geklärt. Ich ziehe auch die schwarzen Barfußstiefel an, die gerade noch rechtzeitig aus Dresden gekommen sind. Weil ich jetzt einen Rock trage, hatte ich befürchtet, mit Absatzschuhen womöglich vor allen Leuten und laufenden Kameras zu stolpern. Außerdem könnte ich in eine Situation geraten, wo ich schnell sein muss. Wer weiß, wie die Polizei mich wird schützen können. Damit war klar, ich brauche diese Schuhe, mit denen ich richtig rennen kann, wenn es sein muss. Die Frau aus dem Laden in Dresden erinnerte sich am Telefon sofort an mich. Sie haben doch den dritten Platz in Ihrer Altersklasse gemacht. Ja, und wissen Sie, ich habe auch mein drittes Kind damals nicht bekommen können. Ich fahre mit meinem Musikerfreund nach Gießen. Am Parkhaus soll das Treffen mit dem Fernsehen und der Polizei stattfinden. Als ich um Polizeischutz bat, habe ich auch erfahren, wer mich angezeigt hat. Es war nicht Günther Ann von der Website Babychaos. Es war ein Yannick Hendricks, Mathematikstudent aus Kleve. Warum hat meine Anwältin mir bloß eine Fehlinformation gegeben, die ich obendrein an die Presse weitergereicht habe? Ich sehe das Auto mit meinen Kolleginnen von der Praxis und renne quer durchs Parkhaus hinterher. Ich muss sie erreichen, bevor ich mich der Öffentlichkeit stelle. Ich kann jetzt auf keinen Fall alleine sein. Dann geht es raus. Jetzt stark sein. Begrüßung. Die PolizistInnen sind kooperativ. Ich muss vor die Kamera. Der Satz, ich bin Ärztin und ich möchte das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch, wird später wieder und wieder über die Bildschirme flattern. Ich denke an meinen Polizistenfreund, der mir sagte, du brauchst ein Mantra. Dieser Satz scheint das Mantra zu sein. Das ist der Kern. Sogar im Gehen wird noch gefilmt und interviewt. Ich fühle mich wie im Film. Vor dem Gerichtsgebäude stehen Menschen. Nicht so viele, wie ich dachte, aber eine größere Gruppe. Die Abtreibungsgegner sind nicht da. Die Kundgebung ist gut organisiert. Kersten Artus ist perfekt. Es werden sehr gute Reden gehalten. Ich verstehe nicht alles und erinnere nicht alles. Mein Denken ist sehr eingeengt. Die Situation ist unbekannt, unglaublich, unfassbar. Und bis zum Schluss bleibt neben der Angst vor einem Übergriff eines verrückten Abtreibungsgegners auch die Angst meines Sohnes präsent. Es könnte womöglich doch mit einer Gefängnisstrafe enden. Das Gefängnis liegt dem Gericht übrigens direkt gegenüber. Ich kann die hohe Mauer mit dem Stacheldraht sehen. Praktisch. Ich habe mir über diese Tatsache bisher nie Gedanken gemacht. Ich sehe bekannte Gesichter, darunter Menschen, die ich vor vielen Jahren gut kannte. Aus ganz Deutschland sind sie angereist. Elisabeth Faber, die ehemalige Kreisfrauenbeauftragte, spricht als eine der Ersten. Sie bezeichnet die Abtreibungsgegner als unchristlich. ChristInnen müssten sich dagegen wehren. Jesus hat gesagt,
Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, wenn Jesus heute leben würde, er wäre auf unserer Seite, dessen bin ich mir sicher. Das Pharisäertum, das war nicht seine Welt. Es sprechen PolitikerInnen. Cornelia Möhring und Christine Buchholz von der Linken, Ulle Schaufs von den Grünen, der SPD-Bundestagskandidat Matthias Körner und die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlin Grabe-Bolz von der SPD. Sie sagt, sie hoffe, dass Gießen keinen schlechten Eindruck machen wird. Dass sie mich und mein soziales Engagement seit Jahren kennt und ich viel für die Stadt getan habe. Jemand reicht mir einen Strauß mit roten Nelken und einer Karte. Danke, Christina. Später denke ich, es ist doch keine Hochzeit. Ich kann doch hier nicht mit den Blumen stehen und gebe sie meiner ruhigen, erfahrenen Krankenschwester. Ich bedanke mich bei der OP für ihre Rede. Wir umarmen uns. Und diese beiden Bilder sind dann auch später in der Presse gewesen am nächsten Tag. Das eine Bild, ich mit dem großen Nelkenstrauß, und das andere, wie ich in Umarmung mit der OB stehe. Und an diesem Tag habe ich gemerkt, die Presse hat sich für mich entschieden als Siegerin der Geschichte und mich nicht als Büßerin hingestellt. Dann spricht Neidhardt Dahlen über Auschwitz. Obwohl ich weiß, was jetzt kommt, trifft es mich wie ein Hammerschlag. Ich kann die Tränen nicht zurückhalten. Viele weinen. Das ist der Holocaust, ja. Und der hat mit dem Thema Abtreibung nicht das Geringste zu tun. Nur die Klänge der Klarinette können die Situation jetzt retten. Ich kenne das von unzähligen Konzerten, die ich mit meinem Klarinettenfreund gemacht habe. Dass er hier spielt, habe ich mir gewünscht. Ich wusste, es wird mir Kraft geben für den Gang ins Gericht. Ich gehe in den Saal. Mein Platz ist vorne. Hinten wäre mir lieber gewesen. Freundinnen sind da, Verwandte, Kolleginnen. Alleine bin ich nicht. Das tut mir gut. Draußen stehen noch alle, die nicht mehr reingekommen sind. Zu guter Letzt hatten sie Karten vergeben. Die gesamte Presse ist da. Die meisten kenne ich. Später werden sie aufstöhnen, wenn der Staatsanwalt nicht weiß, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Vom Prozess selbst weiß ich nicht mehr viel. Ich erinnere, dass niemand ein Brot dabei hatte und ich von allen Süßigkeiten bekam. Vom morgendlichen Laufen hatte ich Hunger. Manche Presseleute sind so höflich, mich nicht zu fotografieren, während ich esse. Monate später entdecke ich allerdings auch immer wieder das Bild, auf dem ich kauend neben Monika Frommel sitze. Frommel sagt, die Presse liebt es, wenn wir zwei uns gut verstehen. Sollen wir uns küssen? Frage ich. Über den Inhalt des Prozesses kann ich nicht viel schreiben, es war unsäglich. Nach einigen Minuten merke ich, dass ich verurteilt werde. Die Stimmung der Richterin sagt es mir ganz deutlich. Je mehr die Anwältin doziert, je öfter sie die Richterin unhöflich unterbricht, desto klarer wird die Situation. Es geht nicht wirklich um Inhalte, darum, ob ich sachlich informiert habe. Auch wenn hier in aller Öffentlichkeit Teile meiner Informationen zum Schwangerschaftsabbruch verlesen werden. Skurril ist das, wo doch alles geheim bleiben soll. Der Prozess ist eher ein Schlagabtausch. Ob der Staatsanwalt wirklich glaubt, was er da sagt? Dass ich den Wettbewerbsvorteil in Gießen ausnützen würde, da ich die Einzige bin, die Abbrüche durchführt? Kann man die Wahrheit so verdrehen? Wenn alle anderen Abbrüche machen würden, wäre doch das Problem gelöst. Dann könnten die Frauen überall hingehen, die Vermittlung der Adressen spielte gar keine Rolle mehr und ich müsste die ganzen Abbrüche nicht machen. Will er das nicht sehen? In der Pause sage ich, Ohnsorgtheater ist nichts dagegen. Ich wünsche mir den Prozess unzensiert direkt ins nächste Kabarett. Dann kommt die Urteilsverkündung. Ich werde tatsächlich verurteilt. Zu 6.000 Euro Geldstrafe. Das Unglaubliche passiert. Irgendwie scheint die Tatsache nach draußen gedrungen zu sein, denn vom Vorplatz ertönt ein Pfeifkonzert und Geschrei. Ich empfinde die Situation als surreal. Während draußen die Leute, mehrheitlich Frauen, schreien, spricht drinnen die Richterin in ihrer Urteilsbegründung von hormonellen Störungen, unter denen Frauen während der Schwangerschaft leiden, weshalb sie vor sich selbst geschützt werden müssten. Ein altbekanntes, absurdes Abtreibungsgegner-Argument. Ich weiß nicht, ob ich heulen, lachen oder stolz sein soll. Und
Meine Cousine, deren Gedächtnisprotokoll ich dann auch erwähne, die unterzeichnet ihr Protokoll mit den Worten, die ich ganz wichtig finde, auch für das Geschehen. Gewalt, die von weit her kommt und als unerledigte Vergangenheit weiterwirkt, obwohl sie häufig alle Spuren ihrer Herkunft zu verwischen trachtet. Also dieses Urteil ist ja inzwischen auch in der zweiten Instanz bestätigt worden. Du hast Widerrechtsmittel eingelegt, dein Plan, dein Ziel ist nach wie vor, du hast es immer wieder gesagt, das Bundesverfassungsgericht. Jetzt ist in der Zwischenzeit ja tatsächlich das Gesetz geändert worden, also Paragraph 219a soll einen neuen Ausnahmetatbestand bekommen oder einen Zusatz, der es erlaubt, dass Ärztinnen und Ärzte auf ihrer Webseite darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen. Jede weitere Information aber, also zum Beispiel ob medikamentös oder operativ oder was man mitbringen soll oder was man beachten soll, das alles werdet ihr weiter nicht auf eurer Homepage schreiben dürfen, aber ihr dürft verlinken auf Webseiten neutraler staatlicher Stellen. Du und andere angezeigte Ärztinnen, ihr habt in eurer ersten Stellungnahme zu diesem Gesetz gesagt, ihr reagiert darauf mit Entsetzen. Ist das denn zumindest eine kleine Verbesserung? Also kann man sagen, naja, immerhin etwas? Oder was sagst du? Es ist so ein kleiner Schritt, also ein klitzekleiner, habe ich dann immer gesagt, Schritt nach vorne, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen. Der Schritt zurück, und der ist ganz gravierend, auch für die juristische Auseinandersetzung, die wir noch führen müssen, ja leider, ist der, dass bisher der 219a ja mit Absicht so unklar gehalten war. Ist ja ein Nazi-Paragraph und ich kann es immer am besten erklären, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das ist vielleicht ganz schön, wenn ich dann lieber das erkläre. Der Schwulen-Paragraph damals, früher war das so, da musste man jemanden bei einer homosexuellen Handlung erwischen, damit man ihn verurteilen konnte. Und die Nazis haben das verändert, haben gesagt, wenn ich jemanden homosexuell angucke, dann reicht das auch schon, um als Homosexueller verurteilt zu werden. Und dieser Paragraph ist bis 1969 in Deutschland angewandt worden. Und hier ging es auch darum, Ärzte nicht beim Abbruch zu erwischen, sondern wenn sie sagen, ich mache Abbrüche. Dann konnte ich sie schon in Lager stecken und viele haben das nicht überlebt. Und diese Unklarheit, die ist geblieben bis heute, nämlich, dass nicht klar ist, wenn ich jetzt sachlich und seriös informiere und inzwischen ist Schwangerschaftsabbruch ja rechtmäßig durchführbar von uns Ärzten, dann geht diese Vorfeldkriminalisierung gar nicht mehr. Ja? Und das hätte ein liberaler Richter liberal auslegen können, hätte gesagt, okay, die Hähnel hat keine Werbung gemacht, da sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, sondern die hat sachlich informiert. Aber meine Richterin war zu ängstlich, hat sich das nicht getraut, hat gesagt, die hat sachlich und seriös informiert, deswegen wird sie wegen Werbung verurteilt. Und das liegt im Paragraphen, das Problem. Die GroKo hat jetzt was ganz Spannendes gemacht. Die hat gesagt, Informationen von Ärzten zum Abbruch, die über die Frage hinausgehen, ob sie Abbrüche machen oder nicht, ist nach 219a strafbar. Die GroKo hat das zementiert, damit ist der Laden dicht. Und das ist der Riesenschritt zurück. Und das hat keiner begriffen. Das werden die Leute erst begreifen, wenn ich wieder verurteilt werde. Und dieser Weg, das war ein letzter Ausweg auch beim Bundesverfassungsgericht, falls das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss kommt, die Grundrechte der Ärztinnen und Ärzte und der Frauen sind nicht eingeschränkt, sondern das ist alles so in Ordnung, weil der Schutz des ungeborenen Lebens ist ja das höherrangige Gut. Aber sie müssten eigentlich auch noch beweisen, dass der Schutz des ungeborenen Lebens tatsächlich mit Kriminalisierung von Ärzten zu erreichen ist, was ja Quatsch ist. Das können sie auch nicht beweisen. Ja? Aber wenn das Bundesverfassungsgericht sich entscheiden sollte, diesen Weg zu gehen, hätte man immer noch sagen können, na gut, aber ich habe sachlich informiert. Ich habe keine Werbung gemacht. Das wäre eine Hintertür gewesen. Die Hintertür ist zu. Und das verdanken wir der GroKo. Und das haben die meisten nicht verstanden. Und deswegen ist es ein Riesenschritt zurück. Du hast ja, ne, ganz klar, du gehst sozusagen diesen juristischen Weg weiter. Jetzt ist die parlamentarische Debatte um diesen Paragraphen, wie es aussieht, ja erstmal vorbei. Und du schreibst in deinem Buch ja auch viel darüber, wie viel Kraft es kostet, diese politische Diskussion zu führen, ständig irgendwie erreichbar zu sein, ständig präsent zu sein, ständig wieder
zu kommentieren, Statements zu machen und gleichzeitig irgendwie eine Praxis am Laufen zu halten und vielleicht auch manchmal noch einen Abend frei zu haben. Bist du erleichtert, dass das jetzt erstmal vorbei ist oder sagst du, nein, es ist gar nicht vorbei, das geht weiter und wenn ja, was ist dann jetzt der politische Weg, den du weitergehen willst? Also ich bin mal froh, dass ich momentan nicht ständig die Fernsehteams da habe, weil die nicht dauernd in Berlin was diskutieren im Bundestag. Mir war es ganz, ganz wichtig, dass das Buch jetzt rauskommt, weil ich wollte, dass die Sprache der Frauen, das, was, also die Lebensgeschichten der Frauen, die Situation der Frauen, dass das in die Welt kommt und nicht die jungen Mädchen und die leichtfertigen Frauen und dieser ganze Blödsinn, was im Bundestag geredet wurde, zum Teil, ja, dass wir über die Sache diskutieren. Und das ist ja hervorragend passiert. Das Tabu ist gebrochen. Deutschland spricht über Abtreibung. Und das ist ein ganz wichtiger. Und ich habe relativ bald auch immer gesagt, das wird nicht im Bundestag entschieden und vielleicht auch nicht in Karlsruhe. Das wird auf der Straße entschieden. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist ganz klar auf unserer Seite. Die Mehrheit im Bundestag ist ja auch auf unserer Seite, auch wenn sie jetzt ein anderes Gesetz beschlossen hat. Und das ist ja noch nicht zu Ende, nur weil jetzt da ein Gesetz mal gerade gemacht wird, was eine Katastrophe ist. Ja? Also von daher ist jetzt einerseits mal ein bisschen Ruhe, weil gerade mal im Bundestag nicht so doll darüber diskutiert wird. Aber dass das länger dauert, das habe ich ja im Laufe der Zeit dann auch begriffen. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich, also ob das wirklich zu meinen Lebzeiten dann passieren wird. Aber dass es passieren wird, dass dieser Paragraph fällt, das ist so klar. Da zweifelt, glaube ich, überhaupt niemand dran. Ja. Du hast ja jetzt gerade eine gute Gelegenheit für Applaus. Du hast ja gerade schon über die vielen Fernsehthemen auch wieder geredet. Dein Buch ist ja auch eine kleine Abrechnung mit dem Medienrummel und ein kleines Behind-the-Scenes-Pressearbeit. Liest du heute Zeitung, guckst du heute Fernsehen anders als vorher, wo du weißt, wie es funktioniert und läuft es ungefähr so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich glaube, ich wusste das schon immer, wie es läuft. Ich war nur nie so eine Galionsfigur, wie ich jetzt halt geworden bin. Aber ich finde es als Vehikel, um eine Sache voranzubringen, irgendwie gut. Und so sehe ich das auch. Ich habe mich nie als, also ich bin ja nicht im Fernsehen, weil ich es toll finde, im Fernsehen zu sein. Aber ich finde es halt gut, weil ich damit Inhalte rüberbringen kann. Ja? Und wenn ich dann sehe, die GroKo macht so einen Kompromissvorschlag, der eine Katastrophe ist, und dann zeigen die diese Minister nur im Foto und unterhalten sich dann 20 Minuten mit Nora Saß, der angeklagten Ärztin aus Kassel, und sagen, wie finden Sie das eigentlich, Frau Saß? Dann denke ich, ja, da hat die Presse ihre Aufgabe erfüllt. Und die Presse hat ja immer eine wichtige Rolle, aber sie hat vor allem dort eine wichtige Rolle, wo ich eine staatliche Zensur habe. Und das haben wir ja eigentlich in Deutschland nicht. Wir leben ja in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, oder so sollte sie sein. Und das ist ganz anders jetzt in der, also wo die Medien unterdrückt, wo es die Zensur überall gibt. Da hat die Presse ja eine noch viel wichtigere Rolle. Aber hier, in diesem einen Fall, wo wir einen Zensurparagraphen haben, der einer bestimmten Fachgruppe verbietet, über ein bestimmtes Thema zu reden, wo sie nur am meisten von verstehen. Also wir Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche machen, wir wissen einfach mehr darüber als jemand, der es nicht macht. Ja, und können deswegen auch mehr darüber reden. Ausgerechnet wir sollen nicht darüber reden. Und das ist Zensur. Und an dieser Stelle hat die Presse sehr schnell begriffen, was ihre Aufgabe in Deutschland ist. Und ja, du warst halt die Erste, aber die Presse hat das insgesamt begriffen und hat diese Rolle angenommen. Und das habe ich nochmal anders begriffen. Dass da wirklich noch... ja, dass da noch wirklich was Gutes in diesem System steckt und dass wir die Presse brauchen und dass sie ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ich würde sagen, lies doch noch mal eine Stelle vor und dann wollen wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber doch auch noch mal euch die Möglichkeit geben, 2, 3 Fragen zu stellen. Also ja. Ihr könnt ja schon mal nachdenken, während Christina noch mal liest. Kann ich 2 Stellen noch lesen oder eine? Was meinst du? Eine vielleicht lieber, ne? Ja, okay. Dann müssen sich halt welche das Buch kaufen, wenn sie mehr wissen wollen.
Ich lese drei ganz kurze Leser, also Leserbriefe sind es ja nicht, bin ja kein Buch und keine Zeitung, aber nach meinem ersten Fernseh-Live-Auftritt in der Vollen Kanne in Düsseldorf habe ich über 100, das war das erste Mal, wie ich dann wirklich an einem Tag über hunderte von Mails bekommen habe, und ich habe dann für das Buch auch von diesen ganzen Zuschriften so 0,5% von allem sind dann so Hassmails und Morddrohungen, aber alles andere ist wirklich dieses Vorhänge, bitte hören Sie nicht auf. Und davon habe ich mal drei ganz kurze rausgenommen, um so auch zu zeigen, es sind nicht nur die Frauen, die ich halt täglich in der Praxis erlebe, wo ich denke, ja, ich muss für deren Rechte und für deren Gesundheit einstehen und kämpfen, sondern es sind auch so viele andere, die das von mir auch erwarten, dass ich diesen Weg geradlinig weitergehe. Sehr geehrte Frau Hähnel, bitte geben Sie nicht auf. Haben Sie weiterhin Mut und Kraft für Ihre gute Sache. Meine Mutter ist 1954 mit 34 Jahren an einer Abtreibung gestorben, die sie selbst vornehmen musste, um nach 6 Kindern keine weiteren einem soziopathischen Vater auszusetzen. Ich grüße Sie mit großer Dankbarkeit. Dann, sehr geehrte Frau Hähnel, ich habe von dem Urteil gehört, es tut mir sehr leid für Sie. Ich bin 77 Jahre alt, 2 Kinder, 2 Enkel. Im Jahr 1971 wurde ich leider wieder schwanger. 2 Kinder hatte ich bereits, es war sehr wenig Geld da und ich war wegen meiner Bronchitis sehr schwach geworden. Kein Arzt wollte mir damals helfen und somit kam ich dann im 3. Monat zu einem sogenannten Engelmacher. Gerade noch bin ich damals mit dem Leben davongekommen. Es war grauenvoll, ich war am Verbluten. Dieser Paragraph ist altmodisch und vor allem frauenfeindlich. Er gehört abgeschafft. Sie sind eine sehr tapfere und mutige Frau, weiter so. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und alles Liebe und Gute für die Zukunft. Und das Letzte, als ich in einem Interview las, wie Frau Hähnel über sich selbst sagte, sie sei Marathonläuferin und habe grundsätzlich einen langen Atem, war ich erfüllt von Kraft und Mut. Danke für die Energie. Ach, das ist ein guter Titel. Wir sind ja total digital unterwegs mit diesem Livestream und die erste Frage, die ich dir stellen würde, kommt von Facebook. Da fragt Nicole Wintrich, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie Schwangerschaften abbrechen? Wie kommen Sie damit klar? Und gab es Frauen, die es bereuen? Großes Thema gerade mit dem Bereuen. Herr Spahn macht da ja eine Studie zu. Ja, also ich vermute eine bestimmte Richtung, wo die Frage herkommt, aber ich will sie sachlich beantworten. Ich komme aus der Beratungsarbeit. Ich habe sehr lange, in meinem ersten Buch ist es auch beschrieben, wie ich in diese Arbeit gekommen bin. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, habe gesagt, oh ja, ich werde Abtreibungsärztin. Man will ja dann irgendwie Prinzessin oder Reiterin oder was weiß ich werden. Aber so diesen Traum hat ja wohl niemand. Und ich bin in diese Arbeit reingeraten, nachdem ich so die ersten Konfrontationen mit Frauen hatte, die zum Abbruch gehen mussten und damals noch in der BRD dieses Indikationsmodell war. Also, und mir ist sehr schnell klar geworden, wenn eine Frau nicht den Weg kriegt, das ist, haben ja auch diese Leserinnenbriefe geschrieben, dann geht sie den illegalen Weg und riskiert ihr Leben. Das habe ich sehr schnell begriffen als junge Ärztin und gerade Mutter von 2 kleinen Kindern geworden. Und dann war der Schritt, nachher selber Abbrüche zu lernen, weil die Versorgung der Frauen nicht da war und die anderen Ärzte alle gekniffen haben, der war eigentlich konsequent im empathisch Ärztin sein. Ja? Und wenn ich mich erinnere, wie ich in der Gynäkologie gearbeitet habe und wir im Brustkrebszentrum gearbeitet haben, ja, wenn ich Frauen die Brust abnehmen musste oder da assistieren musste, dann zugucken musste, wie sie qualvoll gestorben sind, und zu Hause waren, weil sie alleinerziehend waren, 10-jähriges Kind, dann sind das Belastungen in meinem ärztlichen Leben gewesen oder im Rettungsdienst, könnte ich jetzt ein paar Stunden drüber reden, die muss man auch aushalten. Und wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch mache und eine Frau mit einem medizinisch nicht komplizierten Eingriff helfen kann, dass sie weiterlebt, dass sie gesund weiterlebt, dass sie, das sind ja auch fast überwiegend Mütter, die zu uns kommen, dass sie ihre Kinder, ihre Familie versorgt, dann ist es für mich nicht schwerer als eine Reanimation und auch nicht schwerer, wie wenn ich eine
eine Brust abnehmen muss oder was man so alles in der Medizin auch machen muss, was nicht schön ist. Aber einen medizinisch korrekten Schwangerschaftsabbruch, was von der UN gefordert wird, der sichere Zugang zu sicheren Abbrüchen, ist ein klares Ziel der UN, der WHO. Ja? Und da zu helfen als Ärztin, ist eine wunderbare Aufgabe. Und dass Frauen mal einen Schritt bereuen, klar gibt es das auch, aber da gibt es ja Untersuchungen drüber. Heute Mittag saß ich bei Verlage gegen Recht zusammen mit der Lektorin, die das Buch Happy Abortions übersetzt hat, wo die ganze Studienlage erklärt wird. Frauen leiden an der Stigmatisierung, sie leiden an den Hürden, die ihnen in den Weg gelegt werden, weltweit. Sie sterben auch weltweit an den Hürden und nicht am Abbruch. Ja? Und wenn man jetzt gerne hätte, weil man erwartet, dass die Frau sagt, ja, ich bin auf der Welt, um Mutter zu werden und alles andere ist falsch. Wenn ich diesem Mutterkreuz-Ideologie nachhänge, dann muss eine Frau an einer Abtreibung leiden, das ist ja klar. Aber darum geht es ja nicht. Eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ja auch ein Mann, egal ob er Vater wird oder nicht. Ja? Und eine Frau trifft halt diese Entscheidung. So, also wir hätten auch noch Zeit für 2, 3 kurze Fragen aus dem Publikum. Da hinten, du warst zuerst. Ich glaube, ich weiß nicht, wir haben sogar noch ein Mikro. Ich gehe mal hinten. Das Mikro kommt gleich zu dir. Entschuldigung. Ich darf das Mikrofon nicht zu weit nach da bewegen. Mikrofon nach da rum. Ja, ich wollte mal auf die Ausbildung kurz nachfragen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Ausbildung für Schwangerschaftsabbrüche gelehrt wird in der Medizin oder ob es da noch auch sehr viele Hürden gibt und viel zu machen ist und wo Sie da das gelernt haben, weil Sie vorher gesagt haben, Sie haben das ja gelernt. Ja, also das ist ja großes Thema auch im Moment. Das ist ja so bekannt geworden jetzt auch durch die Situation, dass der 219a ganz viele Auswirkungen hatte. Unter anderem, dass auch Dozierende an der Uni zum Teil angezeigt worden sind und dann natürlich nicht mehr über den Schwangerschaftsabbruch gelehrt haben, obwohl das absurd ist. Ja, aber die Rechtsunsicherheit ist eben so groß. Und wir haben eben die Realität, dass an den Unis über die ethisch-moralischen Zusammenhänge gelehrt wird, aber sich niemand traut, über die medizinischen Zusammenhänge zu sprechen. Das kommt aber jetzt, die Medical Students for Choice aus Berlin, aber inzwischen auch bundesweit, haben dafür gesorgt, dass es in die Lehrpläne kommt oder kämpfen momentan darum. Und der nächste Schritt ist, dass wir deutsche Leitlinien brauchen. Ich habe es selber in Holland gelernt und von holländischen Ärzten. Und viele aus meiner Generation, die aber demnächst abtritt, haben es gelernt. Aber in meiner Praxis geben sich die Studierenden und die jungen Ärztinnen und Ärzte die Hand momentan, weil sie Abbrüche lernen wollen. Und das ist so etwas ganz Positives, was ich aus Gießen erzählen kann. Ja. Okay, die zweite Frage war hier vorne. Nach diesem desaströsen politischen Konzert, was wir gerade hinter uns haben, ist mir im Moment nicht mehr klar, was rechtlich noch drin ist. Also gerade jetzt nach der Entscheidung Bundestag, Bundesrat, gibt es eigentlich noch Möglichkeiten, rechtlich dagegen vorzugehen, was Sie ja sowieso vorhatten zu tun. Aber wir haben ja jetzt eine andere, etwas andere Rechtslage. Also das ist das einzig Positive an dem Gesetz, dass mein Verfahren überhaupt unbeeinflusst ist. Eine schlechte Änderung des 219a hätte da eventuell ein Problem geschaffen und eine Unklarheit geschaffen. Dadurch, dass der jetzt so wenig verändert worden ist und so zementiert worden ist, ist ganz klar, dass meine Homepage nach wie vor strafbar ist. Damit ist mein Weg völlig unbeeinflusst. Und ich gehe ans, mein Verfahren liegt momentan beim Oberlandesgericht Frankfurt. Das Oberlandesgericht Frankfurt wird, denke ich, in dem nächsten halben Jahr eine Entscheidung treffen. In dieser Revisionsbegründung, die von uns jetzt noch kommt, wird auch das Europarechtliche mit eingebracht werden. Und als nächstes Ziel ist dann das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht muss entscheiden, ist der 219a mit dem Grundgesetz vereinbar oder nicht. Und da gibt es hochnamige Juristen und Juristinnen in Deutschland, die sagen, gerade jetzt, wo in dem Gesetz quasi drinsteht, also wenn da ein Schild wäre, da steht drauf, der Apfel ist grün.
Ja, das wäre jetzt mal die BZGA, die sagt Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, Medikamente ist operativ so. Dann darf ich als Ärztin jetzt sagen, also da ist ein Schild, da steht was drauf, geht da bitte drauf. Ich darf aber nicht sagen, da steht ein Schild, da steht drauf, der Apfel ist grün. Das ist völlig absurd, völlig unlogisch und Juristen sehen das auch so. Deswegen sind die Chancen beim Bundesverfassungsgericht eventuell nicht schlecht. Und ansonsten bleibt noch das Europarecht. Und das war von Anfang an klar. Deswegen, mir war von Anfang an klar, es gibt zwei Wege, die ich gehen muss. Das ist der politische, deswegen die Unterschriften, die Petition und der juristische, der womöglich langatmiger ist, aber am Ende vielleicht effektiver. Und die Parteien, die Oppositionsparteien, werden ja wahrscheinlich Normenkontrollklage einlegen und gehen dann als Parteien quasi mit mir den Weg. Aber alleine kann ich auch gehen. Drei. FDP, Linke und Grüne. Ja, FDP, Linke und Grüne werden Normenkontrollklage machen. Sie machen noch ein Gutachten, aber wahrscheinlich wird es so werden. Eine letzte Frage noch. Nachdem Sie ja nun schon mehrfach angezeigt worden sind, wie erklären Sie sich denn, dass es jetzt zum ersten Mal überhaupt vor Gericht gekommen ist? Also ist das einem Rechtsruck in der Justiz geschuldet oder einer gesellschaftlichen Entwicklung? Oder? Das ist in meinem Buch auch ausführlich beschrieben. Ich kann das nicht ganz genau erklären. Also ich denke ja, also vor 20 Jahren war einfach die allgemeine Haltung, da haben ja die Ärzte das noch, die sachlichen Informationen alle auf den Homepages einfach gehabt. Dann fing so 2005 die ersten Anzeigen an und die Ärzte haben es alles zurückgenommen, aber die Staatsanwaltschaften und Polizei, die haben immer eingestellt. Deswegen tauchen die in der Statistik auch nicht auf, diese Hunderte von Ärzten, die angezeigt worden sind. Der Diskurs in der Gesellschaft hat sich verändert und dass das Rechte so ein bisschen in die Normalität versucht reinzurutschen, das zeigt sich eben auch hier. Da gibt es Parallelen. Deswegen kann es schon sein, dass die Gesellschaft das einfach anders bewertet. Ich bin ja immer gleich geblieben. Also meine Homepage hat sich in 20 Jahren nicht verändert. Ja? Das andere ist, dass dieser Jannik Hendricks einfach jünger ist, ein bisschen geschickter ist wahrscheinlich. Und da gibt es eben die Geschichte, die ich am Anfang gar nicht selber wusste. Ich wusste ja nicht mal, dass er mich angezeigt hat. Ich dachte ja, der Klaus Günther Annen wäre es gewesen. Der Staatsanwalt hat eingestellt. Der hatte eingestellt. Und dann hat der Jannik Hendricks dem geschrieben, hören Sie mal, in Bayreuth ist doch ein Arzt auch verurteilt worden und das stimmt nicht mit den sachlichen Informationen. Das ist Werbung. Also der hat ihm den 219a auf seine Art und Weise erklärt, hat das juristisch hinterlegt, dann hat der hat gesagt, und das Ganze geht jetzt auch noch an die Generalstaatsanwaltschaft. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, ja gut, okay, wir nehmen das Verfahren wieder auf, hat Anklage erhoben, die Richterin hat gesagt, ja gut, okay, wir verurteilen. Und die Wortwahl von Jannik Hendricks ist nachher ins Urteil eingeflossen. Weil alle irgendwie mit diesen Paragraphen, mit diesem Chamäleon irgendwie nicht umgehen konnten oder nicht wussten oder aus Angst gekniffen haben. Das ist passiert. Also beides. Wird auch irgendwie ein bisschen Zufall gewesen sein, aber nur ist es halt so. Alles klar. Danke dir, Christina Hähnel, fürs Hiersein, fürs Diskutieren, für das Buch. Danke euch fürs Zuhören. Ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, wir haben leider aus einem organisatorischen Problem heraus keine Bücher hier. Aber du hast noch eine Lesung heute Abend. Und zwar, da muss ich jetzt vom Handy ablesen, um 19.30 Uhr an der FOM Hochschule für Berufstätige hier in Leipzig. Und da gibt es, glaube ich, Bücher. Und ansonsten gehst du jetzt, glaube ich, rüber zum Argument Verlag. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar. Aber sie waren sehr schnell weg. Und Sekt gibt es da auch, habe ich gehört. Alles klar. Ja, danke euch noch. Viel Spaß auf der Buchmesse. Dir auch. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.